Für den VfB Oldenburg gibt es nach dem Patzer von Werder Bremen 2 die große Chance, am 20. Spieltag die Tabellenführung zurückzuerobern. Da passt es ja, dass mit dem HSC Hannover ein Gegner zu Gast ist, der eher nicht zu den Besten der Liga gehört. Nico Kniestock mit der frühen 1:0-Führung für den VfB Oldenburg, die danach weitermachen. 2:0 Ayodele Adetula, der Tabellenvorletzte. Noch nicht mal 10 Minuten auf dem Platz, da hat es hinten schon zweimal geklingelt und Oldenburg, die sind in richtiger Partylaune. Da dauert es wieder nicht lange, bis man den Weg nach vorne wieder ganz gefährlich antritt und zum 3:0 trifft. Mike Lukovic wird da super in Szene gesetzt und muss nur noch einschieben. Es läuft beim VfB und da reden wir nicht vom lockeren Jogging, sondern wir reden von Vollsprint. Die geben hier richtig Gas. Ayodele Adetula, 4:0 Doppelpack von Adetula. Und der HSC Hannover, der kann einem schon ein bisschen leid tun, denn auch wenn Oldenburg zwischendrin mal ein bisschen Piano gemacht hat, geht's dann weiter mit der Abteilung feuerfrei. Brand mit dem 5:0 und der ist komplett alleine. Drei Hannoveraner auf dem Weg nach hinten, aber niemand, wirklich gar niemand bei Raphael Brandt. Niemand dann auch wieder bei Adetula, der zurücklegt und Afamefuna Ifeadigo 6:0. Das halbe Dutzend ist voll und selbes gilt wahrscheinlich auch für den Anhang vom HSC. Anders können die diese Partie wohl kaum ertragen. Aber es wird zumindest ein bisschen besser für die rot gekleideten Gäste, denn Christopher Schulz mit dem 1:6. Ja, leitet der jetzt hier die große Aufholjagd ein? Gibt das hier ein Fußballwunder? Nee, natürlich nicht. Das können wir schon mal sagen, denn es geht danach wieder weiter in die eine Richtung, nämlich Richtung Tor vom HSC. Und da liegt der Ball dann auch wieder drin. Tade Nihus eingewechselt für Doppeltorschütze Ayodele Adetula. Und er zeigt, ja, ich weiß übrigens auch, wo das Tor steht. Das hat er mir beim Wechsel auf der Karte nochmal angekreuzt. Und so geht's 7:1 aus am Ende. Dicke Packung für den HSC Hannover beim VfB Oldenburg, die jetzt wieder Tabellenführer sind. Ja, also ich würde mir, glaube ich, noch eine Playlist davon anschauen. Ja, ich schaue mir jetzt noch ein Video an. Ja, und du? Was machst du? Abonnieren.